Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 3. Ja, wir sind auf dem Grund des Meeres und müssen nun Leviathan finden. Im Prinzip müssen wir nur den Weg entlang gehen. Scanner zeigt an, dass die Sonde sich unter meiner Position befindet. Suche Weg nach unten. Fahre alle unkritischen Systeme herunter, um Energie zu sparen. Bin nicht sicher, wie viel Saft das Nottriebwerk benötigt, um mich zurück zur Oberfläche zu bringen. Darüber kann ich mir jetzt keine Gedanken machen. Erhalte seltsame Daten von der Sonde. Da unten ist ganz definitiv irgendwas. Die Sonde ist direkt unter mir. Letzter Teil des Abstiegs. Noch sehe ich gar nichts. Oha, die Druckanzeige ist im roten Bereich. Habe die Sonde gefunden. Scheint intakt zu sein. Ich werde weitergehen. Da ist die Sonde. Da kommt was hoch. Und das ist nicht gerade klein. Das sieht allerdings nicht aus wie ein Reaper. Ich musste sie finden. Das ist nicht ihr Gebiet. Sie haben die Dunkelheit durchbrochen. Sie haben einen Reaper getötet. Warum? Sie sind der Feind. Und sie wollen uns auslöschen. Aber ich dachte, sie wären ein Reaper. Was sind Sie dann? Ihr Geist gehört mir. Atmen. Anne, was geschieht hier? Ihre Erinnerung. Geben ihren Worten Stimme. Ihre Natur wird uns offenbar. Akzeptieren Sie das? Die Galaxie führt Krieg gegen die Reaper. Sie haben einen besiegt. Warum schlagen Sie nicht zurück? Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Dann helfen Sie uns. Niemand war in vergangenen Zyklen stark genug. Ihre eigenen Spezies könnten mit einem Gedanken vernichtet werden. Aber sie sind anders. Ich habe ihr Handeln in diesem Zyklus beobachtet. Zerstörung der Sovereign. Untergang der Kollektoren. Die Reaper betrachten sie als Drohung. Und ich muss verstehen, warum. Zyklen war unsere Art das höchste Leben in der Galaxie. Die niedrigeren Spezies erfüllten unsere Bedürfnisse. Wir wurden mächtiger,
und für sie wurde gesorgt. Aber wir konnten sie nicht vor sich selbst schützen. Mit der Zeit bauten die Spezies Maschinen, die sie dann vernichteten. Aber tote Arten leisten keinen Tribut. Um das Problem zu lösen, schufen wir eine Intelligenz, die das Leben um jeden Preis schützen sollte. Sie entwickelte sich und studierte das Werden von Zivilisationen. Ihr Verständnis wuchs und sie fand eine Lösung. In diesem Moment hinterging sie uns. Sie wählte unsere Art für die erste Ernte. Aus unserer Essenz entstand der erste Reaper. Sie nennen ihn Vorbote. Sie haben die Maschine gebaut, trotz der Erfahrung der anderen Spezies. Warum? Wie können Sie sich eine Galaxie nicht vorstellen, die Ihrem Willen unterliegt? Jede Kreatur, jede Nation, jeder Planet, den wir entdeckten, wurde unser Werkzeug. Wir standen über den Sorgen niedriger Spezies. Die Intelligenz sollte lediglich ein weiteres solches Werkzeug sein. Und jetzt zahlen wir alle den Preis für Ihren Fehler. Es gab keinen Fehler. Sie erfüllt immer noch ihren Zweck. Wie konnten Sie so lange verborgen bleiben? Unsere Auslöschung blieb unvollständig. Einige entkamen in die dunklen Ecken der Galaxie. Ich bin ihr Nachkomme. Mit den Zyklen wurden die Diener-Spezies kontrolliert und sie entfernten die Spuren unserer Existenz. Dadurch blieb unser Überleben den Reapern verborgen. Heute sehen wir uns über die Fragmente nach Entdeckungen um. Fragmente? Sie meinen diese Artefakte? Sie sind unser Fenster in die Galaxie, um die Ereignisse dieses Zyklus aus der Sicherheit dieser Welt zu beobachten. Durch sie sehen wir zu, studieren und bleiben im Schatten. Wie hat die Intelligenz sie besiegt? Um eine Lösung zu finden, brauchte sie Informationen. Physische Daten von organischem Leben im Kosmos. Sie schuf eine Armee von Handlangern, die diese Daten in der Galaxie sammelten. Es gab keine Warnung, keinen Grund, als sie sich gegen uns wandten. Nur Gemetzel. Nur die Ernte. Erzählen Sie von den Reapern. Jede Ernte endet mit der Geburt eines Reaper. Ein perfektes Design. Geformt als Abbild des Vorboten. Unser Abbild. Jeder Reaper kann organische Wesen beeinflussen. In zahllosen Zyklen wurde diese Fähigkeit perfektioniert und führte zur Indoktrination. Aber was ist der Sinn all dieser Ernten? Die Intelligenz hat nur einen Zweck. Die Erhaltung des Lebens. Dieser Zweck wurde nicht erfüllt. Sie ließ die Reaper die Massenportale bauen, um die Zeit zwischen Zyklen möglichst effizient zu beschleunigen. Die Galaxie selbst wurde zum Experiment, die Evolution zum Werkzeug. Wird das jemals enden? Unbekannt. Bis die Intelligenz findet, wonach sie sucht, wird die Ernte weitergehen. Was wissen Sie über den Tigel? Wir haben seinen Bau schon einmal beobachtet. Er wurde nie fertiggestellt. Die es versucht haben, wurden dennoch Opfer der Ernte. Das Ergebnis ist unbekannt. Okay, ich hab's verstanden. Helfen Sie, den Zyklus anzuhalten? Ich habe Ihren Geist durchforstet. Sie sind eine Anomalie. Aber das reicht nicht aus. Moment! Der Zyklus wird weitergehen. Nein! Sie haben zugesehen!
Sie wissen, dass dieser Zyklus anders ist. Wir werden überleben. Sie bleiben hier und erfüllen unsere Bedürfnisse. Die Reaper ernten den Rest. Wenn Sie mich gehen lassen, muss niemand geerntet werden. Nichts ändert sich. Die Reaper wissen, wo sie sind. Sie können nicht länger nur zusehen. Sie müssen kämpfen. Selbst wenn sie die heutige Schlacht überleben, werden die Reaper niemals aufgeben. Gemeinsam haben wir eine Chance, die Sache zu beenden. Oh, das sind ja noch zwei. Ihre Zuversicht ist einzigartig. Ich habe es verdient, da draußen zu kämpfen, wo Sie sein sollten. Es ist klar, warum die Reaper Sie für eine Bedrohung halten. Ihre Siege sind mehr als ein Zufallsprodukt. Wir werden kämpfen, aber nicht für Sie oder sonst jemanden. Wir sind die erste und oberste Spezies. Wir werden überleben. Und die Reaper, die in diese Welt eindringen, werden unsere Macht begreifen. Sie werden unsere Sklaven sein. Heute zahlen Sie Ihren Tribut in Blut. Ja, Tribut im Blut, das klingt doch gut. Vergiss es. Die haben einfach mal einen Reaper ausgeschaltet. Shepard, bei der Göttin. Er ist eiskalt. Sind Sie in Ordnung? Ja. Ja, mir geht's gut. Wahnsinns Kopfschmerzen. Mach sowas nie wieder. Ich habe Anne Bryson in der Leitung. Gut. Stellen Sie durch. Commander? Geht's Ihnen besser? Ja, danke. Alles okay. Was ist passiert?
Wir haben Leviathan gefunden, Anne. War es die Sache wert? Ich weiß nicht. Aber er kann sich jetzt nicht mehr verstecken. Er ist Teil des Krieges, genau wie wir. Klingt wie eine aufregende Geschichte. Eine für die Geschichtsbücher. Ich freue mich schon auf die Details. Mein Vater würde es begrüßen, dass die Wahrheit jetzt bekannt ist. Inzwischen hat mich Admiral Hackett in sein Wissenschaftsteam eingeladen. Jeder von uns muss seinen Beitrag leisten. Viel Glück, Anne. Und danke für Ihre Hilfe. Shepard Ende. Commander, ich bin mit Ihrem Bericht durch. Die Allianz wollte mehr Informationen über die Reaper. Die haben wir nun. Unsere Leute werden das jahrelang studieren. Sie nennen es bereits den Leviathan-Kodex. Die Geschichte der Galaxie muss neu geschrieben werden. Egal, was es sonst noch bedeutet, die Reaper hatten einen Anfang. Und vielleicht bereiten wir ihnen jetzt ein Ende. Das ist natürlich eine Sichtweise, vielleicht die einzige. Also gehen Sie, ziehen Sie es durch. Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, Shepard. Gute Arbeit. Danke, Sir. Hackett Ende. Ja, damit wären wir am Ende unseres heutigen Let's Plays angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihm einen Daumen nach oben, teilt fleißig, kommentiert, abonniert und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Saarländischer Let's Player von nebenan. Tüdelü!